Freunde, was geht ab? Es geht heute los mit Hoffenheim gegen Werder Bremen. Ich freue mich drauf. Wir fahren in die Pre-Zero Arena. Das kann was werden. Ich hoffe auf eine geile Stimmung von den Hoffenheim-Fans. Natürlich auch von den Bremer-Fans, die kommen werden. Und ja, wir werden jetzt zum zweiten Mal in der Pre-Zero Arena sein. Und mein Tipp für heute, 3:1 für den TSG Hoffenheim. Ich hoffe, sie werden gewinnen. Und ja, viel Spaß mit dem Stadion-Vlog. Und natürlich abonnieren, liken, kommentieren, nicht vergessen. Jungs, ihr wisst Bescheid. Give it to me like... So, Freunde, wir fahren von Kirchheim-Untertech los hier über Stuttgart Richtung Heilbronn, Eppingen und dann sind wir auch schon in Sinsheim. Let's go! So, Freunde, wir sind im Stadion angekommen. Man hört schon die Fans ziemlich laut. Ich weiß nicht, ob man das im Video hört, aber ich höre das ziemlich laut. Die Pre-Zero Arena. Come.
kann nicht sein. Was war das für ein Spiel? Puh. Bremen geht 1-0 in Führung. Hoffenheim macht das 1-1. Und gegen Ende, fast gegen Ende, kommt das 2-1 mit dem Elfmeter. Ja, was soll man sagen? Ich habe 3-1 für Hoffenheim getippt und 2-1 für Bremen. Ich gönn's Bremen, so ist es nicht. Aber ja, ich werde öfter in der Pre-Zero Arena sein und ich supporte Hoffenheim und ich möchte auch, dass sie wieder in der Champions League spielen, Europa League spielen, in Europa spielen und ich habe Bock drauf, deswegen wollte ich auch, dass Hoffenheim gewinnt. Ja, geile Stimmung Hoffenheim, geile Stimmung von der Südkurve, von den Hoffenheim-Fans, geile Stimmung von den Bremer-Fans. Allgemein, das Stadion hat gut mitgemacht. War eine schöne Atmosphäre. Ich werde wiederkommen. Und ja, ihr wisst Bescheid. Abonnieren nicht vergessen. Am Ende kommen die Bilder noch. Viel Spaß.